Hallo Minecraft, willkommen zu Skyblock. Hallo Minecraft, willkommen zurück. Ja, letztes Mal habt ihr gesehen, dass ich den Fay gelandet habe und ja, den neuen Wassereimer im Nether zerstört habe, beziehungsweise den Eisblock. Habe jetzt überlegt, wie ich das lösen kann, das Problem, und habe mal im Internet nachgeguckt. Und es gibt eine Möglichkeit, und zwar, also ich kann ja hier den Game Mode theoretisch changen. Game Mode 1, das wäre der Cheat Mode, soweit ich weiß. Funktioniert aber hier nicht im Singleplayer. Und dann gibt es aber die Möglichkeit, hier auf Cheats zu gehen und eine LAN-World zu starten. Die ist jetzt eingerichtet und dann kann ich das aber eingeben. Also ich mache das jetzt wirklich nur. Hier sind wir dann im Inventar im Cheat Mode drin. Ich mache das jetzt wirklich nur, um mir. Ne, ich gebe mir den Eisblock. Hier, Eisblock einen. Und dann habe ich hier den Eisblock. Und dann verändere ich aber den Cheat Mode wieder. Den Game Mode. Auf 0. Survival. Und dann habe ich hier auch, wenn ich Tab drücke, auf Tab liegt mein Inventar. Habe ich das, habe ich das nicht mehr. Das heißt, ich habe mir jetzt einfach nur einen, wirklich nur einen einzigen Block gegeben und der muss ausreichend, weil ich will ja hier nicht zu viel cheaten. Allein das ist schon relativ viel. So, ja. Und dann müssen wir mal gucken, was wir jetzt als nächstes machen. Ich weiß gar nicht, habe ich da gebratenen Stein? Da habe ich noch ein bisschen was. Da machen wir noch mal einen Stack von jeweils davon. Kohle haben wir nicht mehr viel. Das heißt, wir sollten die Bäume dann mal abändern. Erst gehen wir schlafen. Ja, und dann hat aber nicht gereicht, da haben wir trotzdem ein paar Zombies stehen. Gucken wir mal, ob die Spinne rüberkommen mag. Na. Oh, das war knapp. Komm doch einfach ein bisschen her. Die wollen nicht. Ja, wir machen jetzt hier mal noch ein bisschen Holz. Na, den Sapling wollte man natürlich nicht erbauen. Dann gucken wir mal hier kurz. Ja, durch das, dass ich geschlafen habe, war da natürlich auch kein großer Monster-Spawn. Die Spinne möchte nicht zu uns kommen. Er ist ganz okay, muss nicht unbedingt sein. So, Holz. Falsche Ruhe. Hier, da gehört's rein. Ah, hier haben wir sogar noch Holz. Okay. Wir legen uns jetzt nochmal eine größere Farm an. Und zwar bauen wir die direkt hier dran. Ich möchte aber einen Block drunter bauen. Dann brauchen wir gleich das Eis mal. Wenn ich da eine Fackel daneben stelle, müsste das eigentlich gleich schmelzen. Oder wenn ich es breche. Ja, wenn ich es breche, geht es natürlich auch.
So, einen Block kurz drunter gesetzt. Brauchen wir den Wassereimer nochmal, um das wieder aufzusammeln. Komm dann hier rein. Und dann können wir hier auch die Plattform bauen. Nicht runterfallen. So. Das war jetzt ein bisschen schlecht. Also ich möchte mir einfach noch eine zweite Farm anlegen. Ah, wieder verklickt. Ich möchte nämlich unten drunter bauen eine Reihe. Was wir auch gucken könnten, ist, ob wir hier eine unendliche Wasserquelle bauen können. So, oder? Oder wollen wir das größer bauen? Ich glaube, das reicht erstmal. Wir haben sowieso leider noch nicht so wirklich viel, was wir anpflanzen können. Aber ich denke, das kommt noch. So. 2, 4, 6, 8. Dann machen wir hier noch. Gehen wir hier noch einen Block raus. Dann haben wir 9. Hätte ich natürlich vorher abzählen können. So, dann kommt nämlich der hier wieder weg. Und da kommt einer hin. So, und wie viel haben wir? 2, 4, 6. 7. 8, 9. Dann kommt hier die Wand hin. Ist das richtig? 2, 4, 6, 8, 9. Ja. Passt. Passt. So muss das sein. Wird man einen Haufen. Moment. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Zuckerrohr wird man da. Sugarcanes brauchen Sand. Nehmen wir beides mal mit und auch die Sugarcane. Dann brauchen wir dafür noch welche und einmal Cobblestone. So. So, das wird unser neues, unsere neue Farm. Da kommt Wasser rein. Achso, ich wollte ja gucken, ob ich eine unendliche Wasserquelle machen kann. Dazu müssen wir den hier mitnehmen.
Ja, es scheint zu funktionieren. Okay, das heißt, ich darf zwei Wasserblöcke nie zerstören. Gut zu wissen. Dann machen wir hier mal noch einen Wasserfall hin. Und direkt daneben nochmal einen. Und dann haben wir da immer unser Wasservorrat. So, und die Sugarcane, die pflanzen wir hier gleich mal an. Wie viel fehlen hier noch? 3 mal 9 sind 27, 29 Dirt. Gucken wir mal, wie viel wir da oben haben. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Das reicht doch. Und da ist gerade nochmal gleich wieder eine Melone gespawnt. So. Die Melonen bauen wir natürlich alle ab. Moment, wir haben doch eine Schaufel. Dann müssen wir doch nicht mit unseren Fingern die Erde wegmachen. Na, dahin. Oh nein, wir haben ein Erdblock zu wenig. Das ist ja wieder ärgerlich. Aber typisch. Typisch für mich. Okay. Wir machen jetzt hier mal ein paar Fackeln hin. Fackel drauf. Zack. Das müsste ausreichend sein. Dann tun wir mal die Melonen weg. Ein paar lassen wir im Inventar. Na, okay. Ich sag mal so, die Kiste. Nicht die Kiste. Der eine Platz, der da fehlt, den können wir auch anders nutzen. Der eine Dirt. Nehmen wir hier den Dirt raus und setzen hier die Kiste rein. Dann haben wir da nämlich alles auf einer Ebene. Und ja, wir haben. Moment, das da brauche ich noch. So. Dann setzen wir hier ein paar Samen hin. Hier will ich nicht wegtrampeln. So. Da haben wir doch schon eine kleine Farm angelegt. Und den Rest tun wir hier wieder rein. Ne, die Melonen nicht. Hey. So, den Sand, den restlichen zurück in die Kiste. Die Baumaterialien auch. Ja, wir haben uns jetzt heute ein bisschen durchgecheatet. Nicht so ganz toll, ich weiß. Ah, hier, der Stein ist fertig.
Nicht so ganz toll, aber musste leider sein, sonst hätte ich vielleicht ja, wieder irgendwie was neu starten müssen. Nochmal 24 wollte ich haben. Die eine Kohle daraus. Und wir haben eine neue Farm gebaut. Ich hoffe mal, dass die funktioniert. Da hinten haben wir noch ein bisschen Holz. Wir gehen noch mal gucken in der Monsterfalle, ob da ein bisschen was rauskommt. Die Zombies hier, die stören mich ein bisschen. Also da muss ich mir noch eine neue eine andere Möglichkeit überlegen. Das werde ich aber in der nächsten Folge machen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wahrscheinlich werde ich da oben auf das Haus. Da vielleicht noch eine kleine Kammer drauf bauen. Eine kleine Kammer drauf bauen, wo ich dann eben. Jetzt geht's aber ab hier. Eine Kammer drauf bauen, wo ich die Mushrooms da anpflanzen werde. Und da kommt noch mal was. Zack. Oder haben wir schon wieder eine Wolle verdient? Ja, wo ich einfach anpflanzen werde und dann hoffentlich. Hoffentlich genug Mushrooms produzieren kann, um mir Pilzsuppen zu bauen und so weiter und so fort. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft.